So, einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Ja, gestern das Spiel im eigenen Stadion gegen Bochum war auch richtig geil. War ein 3-1-Sieg, ja. Mit so ein bisschen, muss man sagen, Höhen und Tiefen, ja, im Spiel. Weil es gab so Phasen, auch in der ersten Hälfte, aber vor allen Dingen hinterher in der zweiten Hälfte, aber erstmal in der ersten Hälfte gab es dann auch so Phasen, da haben wir uns so ein bisschen hinten reindrücken lassen, ja, und da gab es für Bochum auch manche Druckphasen, ja, wo die wirklich Druck ausgeübt haben, und das war eigentlich, also da muss ich sagen, das war schon hin und wieder eine bremsliche Situation da für uns, ja, und aber wie gesagt, 3-1-Sieg am Ende gegen Bochum, ja, wir sind zur Halbzeit zur Halbzeit sind wir 1-0 in Führung gegangen. Ja, Halbzeitführung mit 1-0. Ja. Dann kommen wir aus der zweiten Hälfte wieder raus. Ja, und dann passierte das, was eigentlich hätte nicht passieren sollen. Nämlich, Schalke zog sich immer weiter zurück, hat man gemerkt bei dem 1-0, ja. Als wenn sie das hätten verteidigen wollen, ja. Und das war natürlich, also das, sowas kann natürlich auch schief gehen, ja, und ging es ja auch erst, ja, Bochum kam zum Ausgleich, 1-1, ja, und ja, und da hatten wir schon Probleme, also da, und wo es 1-1 stand, muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir, also da habe ich die Sache so ein bisschen schwinden sehen. Weil Bochum drückte immer mehr und drückte immer mehr. Schalke kam nicht mehr so richtig hinten raus. Ja, das ist, hatten sehr, sehr viele Schwierigkeiten, da hinten rauszukommen, die Bälle zu klären. Ja, das war eine brenzlige Situation. Ja, und dann kam natürlich das Eigentor von Bochum, was für uns zum 2-1 führte. So, und dann kriegten wir die Sache so langsam wieder in den Griff, aber richtig gut wurde es dann erst, müssen wir ganz ehrlich sagen, wo Polter reinkam. Ja, da kam nochmal richtig Schwung nach vorne, da kam nochmal Power nach vorne, ja, und da wollten sie auch nochmal auf das 3-1 gehen, auf die Entscheidung, das hat man gemerkt und das hat ja auch dann geklappt. Und wer ist der Torschütze? Der Ex-Bochumer Polter. Das war noch am geilsten, ja, dass der da noch das Tor gemacht hat. Also richtig geil, ja, und hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, weil der Freistoß, den wir da hatten, der war ziemlich weit weg, ja, und ja, da vorne reingeschlagen, ich schlägt einfach mal lang vorne rein und Polter steigt hoch mit dem Kopf und nickt ihn 1 zum 3-1, ja, und das war natürlich dann in der letzten Minute klar, das war die Entscheidung, da gab es, glaube ich, den Anschluss noch und dann war das Spiel auch vorbei, ja. Also war ein richtig geiles Spiel, dennoch muss ich sagen, wenn ich jetzt zur Note komme, muss ich sagen, bin ich ganz klar bei einer 3. Weil es war halt auch nicht perfekt. Ja, also für das jetzt, für Bochum hat die Leistung natürlich gereicht. Ja, müssen wir sagen. Aber das bezweifle ich natürlich an, dass diese Leistung auch nächste Woche in Dortmund reichen wird. Ja, weil das ist eine andere Hausnummer und das wird eine andere Hausnummer. Ich meine, gut. Dortmund hat jetzt diese Woche gestern verloren, 3-0 gegen Leipzig. Ja, hätte ich auch im Leben nicht mitgerechnet. War schade für meinen Tipico-Schein, weil ich habe bei Tipico auf Dortmund gesetzt. Ja, hätte ich 28 Euro rausgeholt. Ja, habe ich 10 Euro habe ich gesetzt. Hätte ich 28 Euro. Aber heute habe ich ja noch das Spiel Greuther Fürth gegen Magdeburg, da habe ich auf Magdeburg gesetzt und da würde ich dann 29 Euro rausholen, ne, wenn ich das gewinne. Habe ich auch wieder 10 Euro gesetzt. 29 Euro würde ich gewinnen, wenn Magdeburg gewinnt. Ja, also drückt mir da mal die Daumen. Wäre geil, wenn ich. Übrigens, Tipico mache ich ja eh noch nicht lange, habe ich jetzt diese Woche das erste Mal getippt. Zwei Spiele, wie gesagt, Dortmund und jetzt hier Greuther Fürth Magdeburg. Heute in der zweiten Liga habe ich auch Magdeburg gesetzt. Mal sehen. Schauen wir mal. Ja, und ja, wie gesagt, nächste Woche gegen Dortmund, dann in Dortmund. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Haben wir da eine Chance? Ihr könnt es ja gerne auch mal in die Kommentare
schreien oder wird das eher eine klare Niederlage oder gibt es vielleicht eine Punkteteilung? Was ist eure Meinung dazu? Wie gesagt, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Bin mal gespannt auf die Meinungen, ob wir da eine realistische Chance haben oder nicht. Also ich sag also von mir aus, also ich würde sagen, also vielleicht haben wir Glück mit dem Unentschieden, ja. Bin mal echt gespannt, was ihr dazu sagt. So, dann bis dann. Mein nächstes Video gibt es dann nächste Woche Sonntag. Ciao, ciao.